Und damit ganz herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zu einer neuen Folge Fortnite. Und heute gibt es einen Überraschungsmoment für Abonnenten. Also seid gespannt, was auf euch zukommt. Los geht's. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, ihr Lieben, gehen noch mal ganz, ganz liebe Grüße raus. Und zwar heute an den Kevin B. und ans VidiaD. Ja, Grüße an euch beide. Vielen Dank für eure Kommentare, vielen Dank für den Support. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, vergesst das Teilen nicht und das Like nicht. Das hilft mir natürlich ganz doll weiter. Und jetzt kommen wir zum Überraschungsmoment für die Abonnenten. Ich habe mir heute heimlich 3 Abonnenten eingeladen, die jetzt mit mir spielen werden. Und die wissen noch nichts von ihrem Glück. Das ist einmal Drachenking, The Black Knight, Elf und Black Moon Sissy. Das sind die 3 Herren. Die wissen noch nichts. Werden das am Ende des Videos erst verraten. Mal sehen, wie sie sich so verhalten. Ich schalte mal rein ins TS jetzt. Und ja, los geht's. So, wir können loslegen, wenn ihr möchtet. Okay. Ja. Okay. Guck jetzt mal. Was soll ich denn gucken? Wie er heißt. In Teamspeak. Wie im Teamspeak heißt? Bist du ready? Alles klar. Gut, so. Wir legen los, würde ich sagen. Okay. Ja, lädt bei mir zumindest. Und wir kriegen Skizzen-EP und wir kriegen Blockbuster-Tickets und Vollteil fix. Geile Sache. Mike, ich halte dich jetzt genauso wie du fast. So, dann legen wir mal los, oder? Oder? Ja. Legen wir mal los hier und machen erstmal das Lager hier platt. Was für eine Freakshow? Oh. Alle 3, wollt ihr mich verarschen? Haut ab! Warum schießen die mal auf mich? Black Moon sieht auch sehr lecker aus. Schieß doch auf die. Die haben ja gerade noch nicht geschossen. Ey. Meine. Kriegst du nicht? Ja. So. Darf ich die nicht verschenken, bitte? Nein, ich nehme doch keine Geschenke an, das weißt du doch. Wenn du meine Beute wenn du es schaffst, mein Level zu überholen, ne, in den nächsten 3 Wochen darfst du mir was schenken. Viel Spaß dabei. Geht farm, lass die Mission starten und versuchen die Dinge. Ey, guck mal, also was. Guck mal, wo die da oben steht. Alter. Mike, können wir Stormchest machen? Also, wir suchen erstmal. Immer. Ja, du kannst ja mal die Stormchest suchen. Okay. Mach ich. Wenn du so weit bist. Black Moon, was hältst du denn davon, wenn wir da von da oben, von dieser Plattform, so eine Plattform rübersetzen, dass sie da nie rankommen? Von unten. Ja, wäre sinnvoll. Ja, ja, denke ich auch. Aber es ist bloß eine, wo ist denn die Rest? Ach, da unten? Die sind hier unten. Da? Einer und? Steht hier noch in der Luft. Die stehen ja beschissen. Hier ist einer drüben und da drüben ist noch einer. Ja, das wird eine kritische Sache, ob wir das hinkriegen. Oh je. Das Miese ist, dass der hier in der Luft steht. Heißt, die passt hier einfach runter. So, Medaille einsammeln. Schön. Schreiben. Oh, scheiße. So, Blulu. Mike. Hm? Ich muss gleich mal aufs Klo. Was willst du denn dort? Ich hab zu viel gesoffen. Ja, dann verdient. Geh, aber beeil dich. Wir brauchen ja. Und? Ja. Spektral hat sich gerade angestupst mit. Geh doch in den Channel, wo jeder rein kann. Nein, ich will mal auch mal mit euch in Ruhe spielen. Ich bin ja regelmäßig für die im TS da. Ist ja nicht so, dass ich jeden Tag vom TS fernbleibe, sondern ich bin ja jeden Tag da, richtig? Ja. Na siehste, da können sie jederzeit auch einen anderen Tag mit mir spielen. So, jetzt muss ich erstmal diese komischen Zerschmescher hier oben wegrasieren. Hör auf da rum zu schreien, du blöde Kuh oder sie oder er oder etwas oder. Anti-Brutalo-Taktiken! Tschüss! Tschüss, ist runtergefallen. Es wurde wieder hochgewackelt, das Move. So, jetzt machen wir erstmal den ersten hier oben. Ich platziere mal den ersten hier oben. Ich bin jetzt kurz auf dem Klo. Ja, viel Spaß dabei. Viel Erfolg. Ja. Ich erkunde eben die Map. Ein kleines Gebäude. Wenn ihr eine Sturmchest findet, dann sag Bescheid. Hm? Warum hast du jetzt von unten nach oben gebaut? Na! Darum. Du bist ja so ein A. Punkt. Also Black Moon sucht jetzt gerade die Sturmchest. Ich sammle gerade ein bisschen Metall. Und der da oben, der macht irgendwelchen Blödsinn und der andere ist auf dem Klo, habt ihr ja gerade mitbekommen. Ja, wir versuchen jetzt das Ding hier unten alles aufzubauen und hoffen, dass wir es safe machen. Ja, ja, ich bin da, alles gut. Gut, gut. Soll ich bei deinem Brutalsturmschild mal ein bisschen mitbauen? Nein, das mache ich doch grundsätzlich erstmal alleine, weißt du doch. Grundsätzlich mache ich das alleine. Ich will der erste deutsche YouTuber sein, der das alleine schafft.
Der alle Sturmschildverteidigung alleine schafft, betone ich. Ne? Hast du schon mal alle alleine schon geschafft? Ich habe bis jetzt alle meine Sturmschildverteidigung alleine gemacht, ja. Ich komme. Wie ist Sturmschild? Wo? Ich bin immer noch tot. Noch nirgendwo. Bist du drum gefahren oder? Aber wo liegt der? Nee, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch eine Überlebende gerettet. Achso. Oh, der Black Knight liegt wieder auf dem Arsch. Wahrscheinlich war doch mal ein Kacken. Ich bin eine Idee hinter. Wo ist der denn? Hier? Ach, was ist hier denn so? Danke! Ja, bitte, guck mal, wie nett ich bin. Ich bin getroffen! Na, Meister. Hast du dein Geschäft verrichtet? Ja, ich wusste nur klein. Okay. Farbstufe. Mike! Ey, wir wissen, dass sie zubauen. Mike, hast du 90er Mission? Wie wär's mit. 90er Mission? Nee. 106er? Nee. Du bist auch noch nicht Twin Peaks, oder? Nein. Ja. Es ist ja so ein Plan, wie ich sie zubauen soll. Mike, wir haben Sturmtruhe. Wo ist die? Bei mir. Ich komme zur Sturmtruhe. Beute. Süden, ne? Dieses Gesocks, was hier immer rumläuft, ey. Ständig muss ich irgendwo dagegen laufen. Ach, Mike, wie lange brauchst du denn heute? Ja, ich bin ein bisschen auf dem Schlauch. Er lässt doch nur über die halbe Map. Bitte? Du musst doch nur über die halbe Map, dauert doch nicht so lange. Eben. Das fällt mir bloß ein. So, ich bin da. Ja, okay, ich start schon mal. Geht leider nicht. Mike, er wollte dich töten, der hat einen. Ich hab's gesehen, du Schwein. Ey, ich hab vier Lama. Er ist ein ganz böser Junge. Na, wir haben ja schon 9, 13 Gegner getötet. Ja, 31, 34, 50. Drohne erledigt. Ah, nee, so haben wir. 40. Ja, easy. 47. Okay, ein Werfer. Easy peasy. So, wunderschön. Natürlich das wieder das Lama zu zitieren. Das war geil! Ey, Mike, bleib hier. Lama. Wo ist ein Lama? Mehr. Können wir placen. Geil. Lama klatschen. Nee, ich bin schon. Ich bin schon. Er schlappt. Wer wollte jetzt das Malachit haben? Ich hab das bekommen. Ich bin ja mal gespannt, wie sie reagieren, wenn sie am Ende mitbekommen, dass wir hier aufnehmen. Ganz ehrlich, liebe Zuschauer, das wird bestimmt richtig geil. Vielleicht mache ich das aber auch wieder, mal sehen, wie es ankommt. Ich hoffe, es gefällt euch. Sie wünschen, bitte. Robuste von mir sind die spawned, die waren immer mit dem LK. Ich hatte eben noch 200, jetzt habe ich nur noch 133. Ich hab nichts gekürzt. Ja, ich habe sie nie geklaut. Meine ich auch nicht. Ja, ich bin verschuldet, klar. Jetzt beklaue ich schon meine Abonnenten. Natürlich. Wo war denn das Lager? Ach, da drüben. Das hol ich mir schnell. Ja, das Lager war da hinten. Ich komm. Nein! Metall. Einer sagt so... Metall? Du sagst so, ich beklaue meine Abonnenten. Schrauben. Nee, ist so schlüssig. Und dann nachher so... Ich bin noch gar kein Abonnent. Ja, meine Freunde. Wir haben Pennen hier. Ziel ausgeschaltet. So ist das einfacher. Ja, Drachen ging jetzt so. Wo sind sie eigentlich? Ach, die baut, okay. Raketenwerfer. Das sucht dieses komische Teil. Die ist fleißig, das ist aber nett. Und Sissi, wie findest du das jetzt auf dem TS? Nach der Zeit, wo du es kennengelernt hast? Nochmal Lama. Ja, ganz gut. Nö, Mike, stopp, Lama. Mike. Doch, ich dachte, das kommt was Besseres wie so. Ja, ist das geil hier. Haben. Ich bin so beeindruckt. Mike, hinter dir. Mike. Beschütze dich, Mike. Die werden dich nicht töten. Das Ding ist ja so beschissen hingestellt, oder? Hast du eine Idee? Also ich. Weil die können ja von allen Seiten rein. Ein Arm, Lama. Hau ab. Mike, du hast so eine Totengräber-Skizze, ne? Ja. Ist sie jetzt schon auf 106? Nein. Gut. Warum ist sie noch nicht auf 106? Weil ich die Materialien noch nicht fahren kann. Da muss ich erst in eine höhere Zone. Ich wo? Ja, du kannst die Platte noch nicht fahren? Auf was ist die dann ab? Ob Wedel oder Schatten bitte? Also ich bin eher der Meinung. Also Schaden wäre mir natürlich am liebsten, aber wahrscheinlich Haltbarkeit, dass man weniger produzieren muss. Nee, aber guck mal, das kannst du ja auch so ausrichten, sag ich jetzt mal.
Also ein Update kannst du ja deine Haltbarkeit und so alles vormachen. Das ist allerdings wahr. Unmöglich. Dann gehe ich wahrscheinlich um Schaden. Mike, weißt du, wie alt ich bin? Nein, weiß ich nicht. Soll ich dir sagen? Nein. Für keiner meine super Idee. Du bist doch 12, oder? Woher weißt du das? Weil du es mir, glaube ich, schon mal gesagt hast. Ich habe keine Idee, wie das hier zugeht. Ne, du musst ja hier den zumachen. Hier kommst du durchgerannt. Guck mal hier. Das sieht doch toll aus. Hier. Nee, das passt so. Guck mal. Nee, guck mal, Mike, das passt so. Nenn mich einfach Maxi. Willst du mich verarschen? Guck mal, ich kann jetzt noch zum Sturmschild, zum Atlas laufen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man das zumachen soll. Passt so, das passt so. Schafft man schon. Ich könnte halt groß. Man muss halt einer die ganze Zeit hier verteidigen. Geht ja nicht anders, ne? Halt die Deckengas fallen, ballern halt rein, ne? Oh, richtig. Aber Black Moon würde das schon machen, nicht wahr? Na gut, ich hab ja gerade eine 106er gekriegt. Tschüss. Ja. Nein! Ha! Ein Damage, Mike. Ja. Mike, du sollst nicht die Abonnenten schulen. Der hat angefangen. Aber was hat der denn gemacht? Hä? Da hat mich runtergeschmissen. Und ihr wusstet, dass man durch die großen Travokästen sehr, sehr viel Schrauben kriegt, ja. Wollte ich bloß gefragt haben. Mike, soll ich dir helfen? Nö, alles gut. Nö, passt schon. Mike wohnt einfach mal in der Stadt und ich wohne in so einem mickrigen Dorf. Mit einer Holzleitung? Nein, die ist eigentlich ganz gut. Wir haben Glasfaser. Er kriegt Strom aus dem Hamsterrad. Was? Wir haben Glasfaser. Ey, wie soll ich das dann sagen? Ich bin auf dem Land. Dann, das war ein Scherz. Wenn ihr 100 Zauber. Farm doch mal dein eigenes Zeug! Mein Auto! Steckst du sonst wohin? Mein Auto! Was? Hier ist noch ein Lama bei mir. Wenn du eins brauchst. Ich komme. Wo ist Mike? Mike? Warte. Mike, du hast hier Schrauben vergessen. Oha. Ich hab Schrauben vergessen. Ja, hast du. Geht ja gar nicht. Und jetzt darfst du ihn nicht böse anmachen. Ja. Weil uns so schönes Wetter bei euch auch. Naja. Schön, danke auch. Komm ich immer raus. Bitte. Ernsthaft? Oh, das ist ein. Aber ihr lasst doch auch die ganze Zeit die Schrauben liegen. Ihr nehmt doch auch keine Travokästen. Hä, nö. Ich nehme immer welche mit. Wenn ich welche will. Nö, nö. Nein. Hau ab, das ist mein Auto jetzt. Nee. Ist das nicht ein Egoistenschwein? Was? Entschuldigung. Bist du schön wieder aufs Klo? Voll korrekt, dass du mal nur mit uns spielst. Ja, muss ja auch mal sein. Genau. Muss auch mal ein 12-Jähriger drin kommen. Bist du der Jüngste auf dem TS? Nee, ich glaube, es gibt doch einen 10-Jährigen, der hier unterwegs ist. Aber, nö, aber der hört sich an wie 40, wenn ich ehrlich bin. Seine Stimme. Ich weiß nicht, wer das hingekriegt hat, aber er hört sich an wie 40. Wen ich knuffig finde, ist Leute in Chili. Mike, hier ein Auto. Was findest du an? Seine Stimme finde ich knuffig. Ja, er hat mich beleidigt. Ach Quatsch. Er hat mich als Dosenpupser beleidigt. Wer? Ja, wenn du dich so benimmst, dann muss ich nicht runter. Ich rede doch nur so. Wer war das gestern? Leon war das gestern, ne? Sich anhört die Quack. Ja, das war geil. Hat mich sofort an alte Zeiten erinnert. Nee, erst dabei. Also ich glaube, das ist zum ersten Mal, dass ich sehe, dass fast alle Truhen oder Pflanzen, bis auf die Pflanze, alle geplündert sind, wenn ich mit euch spiele. Also ansonsten ist eigentlich viel. Na gut, ich habe nicht gesagt. Nein. Also, so wie es aussieht, bei der Kategorie 4, dass es nur alle von Süden kommen, kann das sein? Südwest und Süden. Oder würde sich ja schon nochmal ändern. Hier habe ich ja auch was. Ach, scheiße. So, wir müssen einen auf jeden Fall bei dem Verstärker von den Atlas B hinstellen, der da die ganze Zeit in der Ecke steht und wartet, bis sie kommen. Bei also Atlas B kann ich ruhig wer will das machen? Wer will das machen? Was? Ich bin bei Atlas B gerne. Kriegst du das? Wenn du es nicht schaffst, hältst du es bitte. Sagst du Bescheid, okay? Ja, ich hab Workmanship, bitte. Gut, dann gehe ich zu A und dann. Tut ihr beten euch hier aufteilen, okay? Ja. Aber ich würde es ein bisschen enger machen, so dass ihr bloß einen geringen Schuss Streukreis habt, wo ihr schießen müsst. Nicht, dass die alle durch die. Dass ihr alle hier durch die Mitte kommt, dass ihr besser schießen könnt, weißt du? Dass ihr nicht so viel Munition verbraten müsst. Also ich bin Osten. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt Bescheid, ja? Hol die Munition! Oh ja, ich hab schon Bescheid dann. Ich erschieße euch! Oh, bitte, bitte lass uns das schaffen. Also von den Osten kommt im Moment gar nichts.
Okay, hast du ja hier gespawnt. Bestimmt nur 10 Zombies zu finden. Aber direkt im Süden kommen welche. Warte, ich komm mal. Okay, warte, mein Teddy ist gleich leer. Fress mein Schrapnell! Ne, ich mach das schon, ich schaff das hier. Bleib da drüben. Solange, solange ich hier keine Probleme hab, braucht ihr nicht zu mir zu kommen. Tam, tam, tam. Was macht dich hier denn? Gesundheit, Gesundheit. Es popelt da die ganze Zeit die Rotze aus, das so. Lecker! Was geht denn, Werber? Oder vielleicht kauft er sich kleine neue, wer weiß das schon. Wo sind denn die ganzen Leute? Das ist doch langweilig hier. Ich hab nichts zu tun. Guck, ich mach euch alle was so dumm, geändert. Ich geb dir 5 glatte, das gibt's mir. Ah, Freunde. Was denn? Ich geb dir 5 glatte und du gibst mir Deckung. Eine noch 82. Plopp. Nein. Da hat sich das Smasher hingelegt. Oh. Gib mir die Sachen, gib mir alle Sachen für Nocturno, dann bin ich noch einer! Nein. Okay? Ja. 5 Minuten noch! Was geht denn? Volle Mann! Bombe! Ja, also, Sissi, das hier geht klar, ne? Oh, oh. Deckung. Aua. Ich muss kurz. Ach nö, jetzt ist nichts am Eimer. Geht leider nicht. Okay, bei mir kommen jetzt so die meisten, glaube ich. Bei mir scheint jetzt etwas Ruhe eingekehrt zu sein. Ja, unsere Seiten wurden gewechselt. Ich sag's gerade, es kommt wieder ein Smasher. Ja. Ist in Ordnung. Du musst dich nicht an die Spielregeln halten. Nein, überhaupt nicht. Blödes. Gurken, Tier oder wie auch immer heißen. Ja, ist nochmal hier. Ich bewundere deinen Enthusiasmus. Mike, kann man sich hier als Supporter oder so bewerben? Kann man. Aber wie kann man sich bewerben? Frühestens nach einem Viertel oder halben Jahr, weil ich muss die Leute erstmal kennenlernen. Ne? Ich gebe ja irgendjemanden Rechte, den ich nicht kenne. Da wirft jemand mit Hüllen um sich! Ach, mein Freund ist wieder da. Zwei ist sogar noch. Ihr könnt so gleich wieder übertreiben, natürlich. Warum nicht alle? Warum nicht gleich 4 oder 5? Mike, warum hast du uns eigentlich, also warum bist du in diesen Channel 3 gekommen, um zu fragen und nicht in so einen anderen? Ja, weil ich jemanden brauchte, der mit hier probiert. Übrigens, ich hab hier einen epischen Miniboss. Ich helf dir. Naja, wir mussten mit Fallen killen. Geht leider nicht. Ich versuche abzulenken. Und Mike, wie lange hast du kein Battle Royale mehr gespielt? Das ist schon eine Weile, aber... Hast du eine Falle? Komm, Sturmgang! Ich weiß nicht, welche. Ich hab grad gar keine. Das ist aber kein schönes Arbeiten mit dir. Baby Nude, Mensch! Und der lebt aber noch! Also wie viel will er denn noch schlucken? Das reicht nicht, Güte. Das reicht nicht! Ich hab halt nicht so gut... Hau du Bodenblatt, wenn ich baue schnell welche. Oh Gott. Oh Gott. Warte, ich hab eine Idee. Ah. Du sollst mich nicht aussperren, du sollst Bodenblatt da. Ich hab mein Holzgehege. Hier und die anderen Beten, geht mal bitte die ran und Schilde verteidigen. Mann, komm mal, so. Wo ist er denn? Ja, so. Nein, scheiße. So, warte. Lock ihn wieder da rein. Es wird tot. Hier rein. Okay. Hab ich umsonst gebaut und nicht schlecht. So, jetzt verteilt euch bitte wieder, sonst verlieren wir das Ding hier. Das wird dir nicht gefallen! Wir haben noch eine Minute! Ja, Mike, wir schaffen es! Geht leider nicht. Gibi! Jetzt! Nee, die Frage war ja vor uns, warum ich denn euch eingeladen habe. Ja, weil ich einfach jemanden frei brauchte, die mit mir diese Kategorie 4 schon machen. Und wir helfen gerne. Genau. Eigentlich hat jetzt schon bestimmt über 2 Monate nicht mehr mit dem gespielt. Das wird wieder Zeit für die nächsten 2 Monate. Okay, dann mach ich jetzt jeden 2. Monat. Ja, gesagt, das war ein Spaß. Nee, ich mach das immer mit. Der muss den Nahkampf besiegen, Leckmund. Den kannst du nie in den Schlüssel. Nein. Modell. Mike. Nee, das wird nicht. Oh, super, nicht. Entschuldigung. Wir haben es geschafft. Okay, Gott. Frag lieber nix. Wunderschön, haben wir die Mission auch gewonnen und es ist natürlich wieder kein Sound dabei, das ist okay. Was? Mike hat mehr Punkte. Wäre auch eine blöde Frage gewesen. Unerhört. Wunderschön, das Ding. Also. So, Beute Level 6. Geile Sache. Mhm. Mal sehen, was da drin ist. Hä, spul doch einfach vor. 10 Überlebende. EP. 10 Überlebende. Miniboss haben wir ja erledigt. Gibt's auch wieder 50. Und 4 A-Einheit. Oh, 50 Spielbox. Ui, 50 V-Bucks. Cool, da können wir ja kleine Lamas öffnen. Ist das geil? Ja. Wie sag ich mal so schön? Das war geil! Okay, ich finde den Lama-Spruch so geil. Darf ich Edmund?
Warte kurz. Geht gleich los. So, warte, schön. Ich hab nur Lama. Schön einsammeln die ganze Sache. Schön. Ich hab Will Valama. Biete Gold. Was, plus eins? Achso, ich könnte plus eins öffnen. Nein. Mike, mir hat ein Freund geschrieben, komm BR. Geht gleich los. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu dem gehen soll. Warte doch mal ab, Mensch. Sei doch mal ganz unruhig. Oh, ja. Ich hasse diese. Ja. Ich hasse diese Entscheidung. Soll ich jetzt zu dem gehen oder nicht? Entspann dich doch mal jetzt. Ganz ruhig. Oh, ich habe eine neue legendäre Waffe, aber die habe ich schon leider. Gut. Ich habe 900 von diesen Kupfermünzen, aber ich weiß nicht, was ich mir davon holen soll. So, und ich jetzt würde sagen, jetzt lösen wir es auf, oder? Ihr lieben Zuschauer da draußen, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die drei wissen, glaube ich, immer noch nicht, wo der Hammer hängt. Dass sie jetzt live in der Aufnahme dabei waren. Ich hoffe, die haben nichts dagegen. Auf jeden Fall, war's schön mit euch. Ihr könnt auch jemanden grüßen, ihr drei, wenn ihr wollt. Ich grüße. Die sind komplett sprachlos. Ich grüße Obernoob und König der Hölle. Nicht. Ja, grüße an König der Hölle und Obernoob. Nee, und? König der Hölle lieber nicht. Nee, tschüss. Black Knight, ihr möchtest du grüßen? Ich grüße. Mich. Einmal Drachenking. Super. Einmal bei Ledry und Spectalis. Ja, die kennst du doch alle. Und Moon, Sissi, wie möchtest du grüßen? Alle, die gerade im Channel sind. Alle, die gerade im Channel sind. Vielen lieben Dank, ihr Lieben da draußen. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht seid ihr auch mal dabei, heimlich, wie ich so bin, ne? Dass ich euch auch mal mit aufnehme. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Fortnite. Und natürlich das Glauben. Nicht vergessen. Das war geil. Bis zum nächsten Mal. Euer Mike wieder. Haut rein. Ciao, ciao.